Wo es noch ziemlich spannend ist, da sind wir jetzt eigentlich gerade hier. Vor allem, wenn es etwas hat, wo die engsten Zeitabstände sind, das ist nämlich zwischen Christian Brosch und dem Sergej. Wir vorhin schon mal damit nicht so einer ganz guten Aktion gesehen haben, aber sonst ist bis jetzt da noch nichts irgendwie. Ansonsten zieht sich jetzt durch die Boxenstopps natürlich ein kleines bisschen. Da haben wir noch Platz 9, Platz 10 haben wir jetzt noch. Aber sehr früh erst Boxenstopps, so nach 11 Runden muss man ja schon, also schaut man auf die Uhr. Also ich denke mal, das ist schon sehr früh hier. Also Reifenprobleme, das eben hat mir mal kurz angesprochen gehabt. Ich glaube mit Benjamin, der was hat, der hat es angesprochen. Also Reifenprobleme hat hier wirklich jeder auf der Strecke. Auf jeden Fall ein Thema hier. Jetzt. Ich fand, ob der einer von den beiden, dass ich die Boxen habe. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr langsam. Ich denke mal, da wird es in die Boxengasse für ihn gehen, wenn er schon so langsam herumfährt. Genau. Auch dieses Pärchen hat sich jetzt sozusagen getrennt. Mal weiter hier. Dan Wennecke und Timo Mühleisen, Platz 5 und Platz 6 sind die beiden derzeit. Das ist so ein bisschen ein positiver Effekt jetzt von dem Boxenstopp, weil die beiden hat es jetzt deswegen zusammengekegelt. Genau, Entschuldigung. Irgendwie, also ich hatte mich erkältet, du ja auch. Ich hatte mich vorher erkältet, irgendwie, ich habe meine Stimme anscheinend noch nicht so ganz wieder. Also Entschuldigung, dass ich einfach nur mal rein musste. Ja, okay, derzeit ein bisschen Thema. Ich bin ja froh, dass wir jetzt warm in Malaysia. Gut, dann bin ich gut, weil ich bin sehr hart mitgenommen. Ist. Ich bin, wollte sagen, ich bin froh, dass wir so ein bisschen warm in Malaysia sind. Da habe ich mich so ein bisschen ausgeführt. Und da, aber ansonsten, ja. Das Problem sagt nicht, hohe Luftfeuchtigkeit hier normalerweise. Also, wir müssen im Grunde hier trifft ja alles. Also, nicht nur die Nasen. Aber irgendwie verschnupft auch mit raus. Also, ja, das Problem haben wir derzeit so ein bisschen erstmal einigermaßen herausgekegelt. Dem Krankheit. Weiter so ein Ja, bisschen die Sergej Zeit Dobin, also auseinander. der. Entschuldigung, also Sergej, der Einzige, der vorne von den Spitzentruppe da noch nicht an der Box war, von Caterham, auf Position 4 liegen, während wir jetzt hier Ray nicht an die Box kommen sehen, sondern, wen haben wir hier? Mal schauen. Oh, wie nice. Da hatten wir mal Christian Brosch in der Box gehabt. Was ist Timo Mühleisen? Also müsste Timo Mühleisen Genau, gewesen Timo hatten wir eben im Bild, der da in sein. die Okay, ja. Boxengasse reingefahren ist. Jetzt gerade ein bisschen irritiert hier, widersprüchliche Aussagen auf dem Zeitmonitor. Also gut. Timo wird wohl als Zehnter wieder rauskommen ungefähr. Andreas Bial liegt da noch im Sauber auf Position 11. Sergej zwischenzeitlich also auch an der Box gewesen, als Achter wieder rausgekommen. Platz 6 vorgekommen. Jetzt hat er natürlich ein ganzes Stück Arbeit vor sich. Jetzt muss er da, ich schaue gerade mal, ich rechne gerade mal, ja, er muss jetzt erst bei 6 Sekunden rausfahren. Dann ist er erstmal an Johann Black dran. Also wirklich eine ganze Menge Arbeit. Das Problem, jetzt haben wir ein bisschen den kleinen Negativeffekt von den ganzen Boxenstopps. Das wird sich wahrscheinlich jetzt auch im Rennen gut mal so ein bisschen fortsetzen, wenn die ganzen vielen Boxenstopps passieren, dass sich das Feld so ein kleines bisschen auseinanderzieht. Auf jeden Fall kriegt der Sergej von Robert Schweder bald Besuch. Da kommt jetzt immer Stück für Stück ran. In den letzten 1 bis 2 Runden schon 2 bis 3 Zehntel aufgeholt. Das ist auf jeden Fall schon Windschatten. Also man merkt ja schon mal was. Aber trotzdem interessant zu sehen, wo doch hier anscheinend keiner, oder beziehungsweise bis jetzt noch nicht gesehen habe, ist hier keiner mit harten Reifen unterwegs oder wie ist das? Nein, alle mit Superfast, das sieht man da in diesem wunderschönen roten Reifen derzeit. Ja, deswegen, das wundert mich, gerade wo man noch hier so mit Reifenverschleiß zu tun hat, warum geht man dieses Risiko dieser vielen Boxenstopps ein? Also wir haben hier gesehen, nach den ersten 10 Runden oder 11 Runden da war es, da wurde die Boxen, die Pitstop-Reihe schon eingeläutet. Da geht es also schon los und wenn das weiter so geht, dann werden wir die jetzt noch dreimal sehen. Ja, da bekommen wir wieder mit 4 bis 5 Boxenstopps so in etwa. Ja, während wir da einen langsamen Williams gesehen haben. Na gut, also Benjamin Köhler,
Wollen wir einfach mal ein kleines Resümee geben hier, nachdem die ersten Boxenstops also vorbei sind, die ersten 14 Runden absolviert Benjamin Köhler im Dienste von Scuderia Ferrari auf dem ersten Platz mit einem guten, wirklich Wahnsinnsabstand mittlerweile von guten 8 Sekunden, die er sich da rausgefahren hat. Ray Lexus in Force India auf Position 2, Jan Wenninger, der Drittplatzierte in Red Bull, gefolgt von seinem Teamkollegen Johan Black und Christian Bosch, der hier so ein bisschen aufholen musste und bis jetzt da diesbezüglich gute Arbeit geleistet hat, sich auf die 5. Position wieder vorgearbeitet hat, Sergej Vdovin im Caterham auf Position 6, Robert Schweder, Lotus Renault, sein Teamkollege Jonathan Ertchin, 8. 9. Andreas Bialik im Sauber und 10. Tobias Zunker. Was wir jetzt gesehen haben, Lars Zunker ausgeschieden, im McLaren, weil wir wissen jetzt leider nicht, was genau passiert ist, aber wenn der Lars will, dann kann er gerne mal zu uns zur Tür hereinstürmen und erzählen, was da passiert ist. Hat leider, ja, genau. Ich habe mal versucht, zurückzuspulen. Oder ich weiß jetzt nicht, ob du ihn dann schon wieder entführen willst. Ja, ist ja kein Problem. Ich gehe mal eben schnell. Oder am genau, besten nicht. Ja, warte, pass auf, wir machen das so. Ich schreibe ihm eine SMS. Dann das hat sich schon erledigt. Guten Tag. Guten Tag. Ja, da brauche ich keine SMS mehr schreiben. Hier in Form eines Teamspeaks Personal Nachricht. Da hast du wohl mitgehört. Und bist einfach mal reingekommen. Großartig, also ja, Lars, was ist passiert? Ausgefallen. Ja, ich weiß nicht, einige scheinen wohl nicht in den Rückspiegel zu gucken, wenn sie aus der Box wieder losfahren. Dann hat man mich mal eben gegen die Seite gedrückt, Aufhängung rum, noch eine Runde wollte ich dann wirklich nicht mit kaputter Aufhängung rumfahren. Okay, das ist dann leider den Kameras entgangen an der Stelle. Also würdest du sagen, ganz klar Fehler der ja der Mitfahrer in dieser Stelle. Also müsste sich das auf jeden Fall nochmal, ja, müsste sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen thematisiert werden, deiner Meinung nach dem Rennen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das geht so gar nicht, aber man kann nicht auf die Fastlane ziehen, wenn da jemand anderes drauf ist und den anderen dann gegen die Wand drücken. Das geht einfach nicht. Mhm. Ein Wort zum Rennen, Lars. Du schienst ja da mit der Pace vorne nicht ganz mithalten. Du hast dich dann allerdings trotzdem noch, hast alles gegeben. Was würdest du sagen? Wie zufrieden warst du mit dem Auto heute? Überhaupt nicht. Die Reifen waren so warm, die waren so schnell kaputt. Ich habe ja vorhin gesagt, muss jeder mit klarkommen. Gut, ich bin damit jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut klargekommen wie die anderen. Ja, schade, aber trotzdem wären ja immer noch gute Punkte drin gewesen. Mhm. Das ist schade um Rennen jetzt, aber naja, nächstes Rennen wird besser. Eine andere Sache, die wir uns hier in der Moderatorenkabine und natürlich auch die Zuschauer fragen, was ist da los mit den Reifen, wenn wir da Robert Schweder da eben in der Strecke gesehen haben, was ist da los? Ich meine, du hast es angesprochen hier, Reifenverschleiß ist auf jeden Fall ein Thema, aber wieso fahren denn hier alle auf den weichen Options? Warum... Jeder scheint auch die ähnliche Boxenstopp-Strategie zu fahren, sehr früh Boxenstops. Wenn doch Reifen ein Thema ist, konnte man da nicht irgendwie entgegenwirken, Setup-mäßig? Also erstmal sind das bei den meisten so wie in der echten Formel 1 gewesen, dass die härtere Mischung noch schneller in die Knie gegangen ist zum Teil. Mhm, okay. Und weiterhin ist da zu sagen, dass die Mod das quasi nicht unterstützt, also die hat... Die Reifen sind immer rot. Ah, okay. Das ist natürlich dann irreführend. Ja. Kann man natürlich nichts machen. Ja. Aber trotzdem, nach 11 Runden schon sehr früh Boxenstops. Jetzt kannst du es uns vielleicht verraten. Wie wäre denn so deine Strategie gewesen im Rennen? Ich habe mich quasi kaum aufs Rennen vorbereitet. Strategie wäre, ich denke mal, 3 Stop. Also mit Krampf für 3 Stop vielleicht. Also ich denke mal eher 4 Stop wäre es geworden. Ja. Und ja, es bleibt nicht übrig, wenn die Reifen runter in die Knie gehen. Du sagst es, also leider ausgeschieden, hier nicht mehr dabei. Was versprichst du dir fürs nächste Rennen? Ich hoffe wieder irgendwie um die Top 5 kämpfen zu können, das ist so mein Maximum. Moment, vielleicht wird's besser, vielleicht wird's schlechter. China ist eine Strecke, gut, das macht mögen. Mag die eigentlich nicht so, aber mit ein bisschen Training wird das wohl schon irgendwie klappen. Alles klar, Lars. Vielen Dank und viel Spaß noch beim Stream. Alles klar, danke. Oh,
Und währenddessen haben wir das Überholmanöver von Christian Brosch auf Johann Bleck gesehen. Mittlerweile Christian Brosch Platz 4, Johann Bleck Platz 5. Also es geht immer weiter vor. Jetzt muss Christian Brosch für seine Aussage da aufs Podium zu fahren noch 9 Sekunden rausfahren, weil Jan Wenninger auf Platz 3 ist nämlich 9 Sekunden vor ihm. Und ich denke mal, der wird nicht ganz so leicht sein wie Johann Bleck jetzt, weil das war schon fast ein bisschen wehrlos, wo er da vorbeigegangen ist. Also jetzt nicht das Problem, was jetzt schon angesprochen wurde, Rückspiegel gucken. Das ist natürlich das, wenn du aus der Boxengasse rausfährst, da kannst du nicht einfach rüber. Ich glaube, das bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass das sogar mit dem blauen Blink dann an der Boxengasse Ausfahrt angezeigt wird. Ich weiß nicht, wie es im Mod ist, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es auch hier so ist. Natürlich ärgerlich, weil der Lars war nämlich in einer guten Position und hätte auf jeden Fall da ein Pünktchen oder mehrere Pünktchen. Schauen wir mal, wie es dann für ihn fürs nächste Rennen läuft. Da ein unfreiwillig bei uns mit Zuschauer. Auch nicht schlecht, muss ich sagen, für ihn nicht. Für uns schon ein bisschen. Ich meine, du hast es gesagt, natürlich aussichtsreich in dem Sinne. Ich meine, er hat gesagt, natürlich hat er mit dem Wagen zu kämpfen gehabt, auch nicht die Möglichkeiten gehabt zu testen. Aber wie gesagt, die restlichen Fahrer schienen ja auch Probleme zu haben, gerade mit dem Reifenverschleiß. Also da war auf jeden Fall Punkte für ihn drin gewesen. Wir hatten jetzt gerade mal so ein bisschen durchs Feld, weil es nämlich so ein kleines bisschen auseinanderzieht. Wir kommen jetzt gleich mal zu einer Zweikampfgruppe. Jetzt sind wir erstmal hier bei Jas Zunge, was quasi der Bruder ist vom Lars, den wir hier am Mikrofon hatten. Ja, ein Zweikampf. Er ist on. Er hat auch so ein bisschen unser spannendstes. Oh, nicht Krüppchen, sondern du. Ja, Tobias, also. Da ist er ihm leider sich jetzt, glaube ich, die Nase drum gefahren, oder? Also, da gab es auf jeden Fall eine Bewegung davor, offensichtlich. Gucken wir jetzt nochmal, wie das hier ausgeht. Dann, ja, aber ich glaube, die Nase ist doch noch ganz geblieben, also das war wunderbar. Das war schon ein heftiger Crash. Ja. Okay, wenn ich auch vorbei sein, dann bleiben wir jetzt bei Live-Action. Und ja, jetzt kann er noch mal sehen. Ja, das Problem, diese ist irrsinnig, diese Kurve, die geht ja richtig so haarnah, die zieht sich nochmal nicht um 180 Grad, das ist mehr, zieht die sich richtig rein, diesen Korkenzieher. Da musst du schon richtig Mumm haben, um da außen zu bleiben, um dann kontern zu können. Und wenn die Reifen da schon ein bisschen an der Grenze sind, dann geht man das Risiko hier aus Seiten. Andreas hat es ja nicht eingegangen, jetzt das Risiko, da hat er sich jetzt quasi nicht allzu viel gewährt, um da jetzt auch keinen Andrea zu riskieren. Andreas sowieso jetzt hier immer hier, also in Position 10 kämpft er schon das ganze Rennen über wacker mit, also aber auch egal mit wem. Ob jetzt mit einem herannahen Christian Brosch, der sich da durchgearbeitet hat, oder da habt ihr jetzt gerade Tobias Zunker. Er hat da mit verschiedenen, auch mit Robert Schweder schon aneinander gehagelt. Sergej Dovin da auch. Also Andreas Bialik hier kämpft der Wacker um den 10. Platz. Ja, allerdings. Hoppla, was haben wir denn da gewinnen? Also auch ein kleines bisschen komisch aus, ein bisschen Querstand da halt. Ja, also Robert Schweder, jetzt anscheinend doch nach dem ersten Stint, da habe ich gedacht, jetzt, oder vor dem ersten Stint, da kommt er ganz gut zurecht, kommt jetzt näher ran, jetzt allerdings relativiert sich das schon wieder ein bisschen. Er ist jetzt hier, sehen wir hier vor seinem Teamkollegen, Jonathan. Mal schauen, wie er sich da noch halten kann. Also es wird, der Abstand ist geschrumpft und geschrumpft. Jetzt sind es doch eine halbe Sekunde, wenn es noch groß ist. Aber das Gute ist ja, das heißt, da kann man sich doch mal in der Box absprechen. Hier, lass mich mal vorbei, ich bin eh schneller als du. Also jetzt haben wir derzeit mal ein bisschen da zwischen den Teamkollegen da ein bisschen abbrechen, weil jetzt haben wir nämlich gleich einen Kampf von ihm hier, Christian Brosch, hat von 9 Sekunden den Abstand nämlich schon auf 2,5 Sekunden jetzt runtergefahren. Jan Wenninger. Er hat mich jetzt schon besucht, der Christian Brosch wird immer größer im Rückspiegel, immer größer und vor allen Dingen, was für einem Tempo, da die letzten 3 Runden von 9 Sekunden auf 2,5 haben wir jetzt gerade gesehen und 2,7 aufgeholt. Hm. Ja, wenn das so weitergeht, dann wird das wahrscheinlich nicht wirklich zu einem Kampf, da hat er wirklich einen überschnellen Mercedes hier gerade.
Also, da wird er schon wahrscheinlich mit hohem Geschwindigkeitsüberschuss. Müssen wir mal drauf achten, wo er jetzt einfach die Vorteile hat. Aber ich gehe mal davon aus, so, du hast es angesprochen, wie viel Zeit der gut macht. Er hat im Moment wahrscheinlich echt überall Vorteile, sei es auf der Geraden oder in der Kurve. Ja, jetzt haben wir das auch bin ich allerdings ein bisschen verwirrt. Sorry, aber hast du es auch gesehen? Also DRS jetzt hier doch angewiesen oder war es jetzt einfach nur ein Zeigefehler? Ja, ich denke mal, das sah bloß so aus. Also DRS, ja, wenn die das, ich glaube, das habe ich komplett ausgeschaltet. Von daher wird das jetzt nur ein kleiner Anzeigefehler oder so ein bisschen ein Optikknick bei uns gewesen sein. Okay. Meine Brille brauchen wir zwar leider nicht, aber das sieht anscheinend ein bisschen da noch aus. Okay, wir haben jetzt auch den Lotus Renault internen Tausch mit Jonathan und Robert Schweder gesehen, was wir uns vorhin abgesprochen haben. Also Robert, und ich vermisse Andreas Bialik. Irgendwie auf Position 10, also auf Position 15 zurückgefallen. War er da in der Box? Ja, er ist sogar in der Box. Also. Ja, da hinten haben wir ihn noch gesehen in der Box. Da haben wir jetzt auch Platz 5, dann Platz 15 schon wieder. Die beiden Renaults angesprochen. Platzwechsel, jetzt kommen wir wieder zu denen da. Jetzt ist er nämlich schon dran, Christian Brosch. Und ich denke mal, ja doch, also ich wollte sagen, jetzt wird es nicht sein, wenn du das siehst, wie der da rankommt, dann sieht er aus, als wenn Jan Wenninger da irgendwie die Handbremse angezogen hat im Renault, vielleicht sollen sie nochmal nachschauen. Ui, aber das war doch ein bisschen optimistisch. Jetzt geht's links rum, da hat er natürlich Vorteile. Ah, jetzt haben wir es mal gesehen, also das war jetzt eine quasi Kontermöglichkeit, naja, war es jetzt nicht, aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal gesehen, dass eben genau diese Spur benutzbar ist. Christian hat es uns jetzt bewiesen, also wenn es in die erste rechts geht, dann außen zu bleiben und kann man tatsächlich nebenher fahren, um dann die nächste Linkskurve dann als Vorteil zu benutzen. Das hat jetzt hier Christian gemacht. An dieser Stelle, Jan natürlich hat hier versucht, sich zu verteidigen, klar ist nach der Zielgeraden nach rechts hier rübergezogen, wollte quasi die Innenseite zumachen, aber keine Chance gegen Christian, der Bahn liegt einfach zu gut, hatte also die Möglichkeit dann außen dran zu bleiben und dann in der nächsten Links dran vorbeizugehen, also super Überholmanöver von ihm. Haben wir auch leider Helmut Hinz ausgeschieden, ich habe es nochmal versucht im Relay zu fassen, aber ja, der stand eine ganze Zeit lang in der Box. Ich glaube, da hat er was operieren lassen, was dann nicht operieren ging anscheinend. Also da hat dann wahrscheinlich das Team abgewunken und hat gesagt, geht nicht mehr, Rennen ist vorbei für uns. Also schade. Helmut Hinz, ja, im Williams nicht mehr dabei. Ja, auch der, wenn er möchte, kann der Ganze uns reinstürmen. Ich glaube, die Tür haben wir noch auf. Also Helmut, wenn du Lust hast, dann kannst du uns mal besuchen kommen und mal fragen, was er da was heißt. Rede und Antwort stehen, was da nun bei dir passiert ist. Leider so ein bisschen jetzt hier auf den Schirm verpasst haben. Auf jeden Fall, Christian Brosch Platz 3, der muss jetzt, oh Gott, 14 Sekunden aufholen auf Rylex. Das ist aber nicht ganz so leicht. Hier ist mal von Benjamin Köhler völlig außen vor, weil er hat nämlich schon 32 Sekunden Vorsprung auf Christian Brosch und 18 Sekunden Vorsprung auf Rylex. Da fährt aber auch Zeit, die sind wie vom anderen Stern. Also wenn ich das sehe, Benjamin Köhler 1:30,9. Danach kommt lange Zeit nichts. Kommt gähnende Leere. Dann kommt Christian Brosch mit 1:31,35 und dann Rylexis mit 1:31,8. Ja, das sind derzeit die drei schnellsten Zeiten. Die anderen liegen so im 1:32er Bereich. Also Benjamin, der fährt davon irgendwie derzeit wie vom anderen Stand in diesem Rennen. Ja, so ist es auch. Benjamin und Christian Brosch, die beiden Piloten übrigens, die mit ihren allerbesten, also mit ihren schnellsten Runden im Rennen auch die unter 1:31 gefahren sind, also als die einzigen Piloten hier in dem Rennen. Christian Brosch da also im Moment hat die schnellste Runde inne mit 1:30,103. Benjamin Köhler mit einer 1:30,418. Ja, wir haben das so ein bisschen abflacht. Mal die Rennaction, können wir das wenigstens mal ein bisschen da nutzen, um mal ein kleines bisschen durchs Feld zu schalten. Da haben wir jetzt zum Beispiel den Jan Riedel im Toyota auf Platz 18, wie du schon gesagt hast. Du freust dich ja mal, die Farben wieder zu sehen. Ja, ich bin echt begeistert. Toyota wieder zurück in der Formel 1. Also, ich war jetzt nicht immer der absolute Toyota-Fan, habe mich trotzdem immer sehr gefreut, weil das Werk war ja gar nicht mehr so unweit hier von meiner, wo ich wohne, das war ja in Köln, hatten die ihre Werke und das war von daher immer ganz witzig, dass man halt ein Formel-1-Team Werk hat, wo man immer die großen, ups, jetzt hat er hier allerdings einen Fehler gemacht, jetzt war ein bisschen weit draußen,
Also die klassischen Formel 1 Werke da in England immer zu haben oder was weiß ich wo, in Italien und über die Welt verstreut. Aber so hatte ich dann ganz nah bei uns auch mein Formel 1 Werk und das war ganz witzig von der Vorstellung alleine. Da steht hier dann, da ist Seidel, Platz 17. Wollten jetzt auch als nicht so ganz. Ich wollte, jetzt haben wir ihn da im Bild. Ja, und jetzt glaube ich, haben wir da Frank Schröder in der Box, den Teamkollegen von Jan Riedel, Entschuldigung. Auch ein Toyota. Also da jetzt zurückfallen auf die 16. Position. Aber hier Michael Seidel im schön lackierten, wie ich finde, Hispania Racing F1 Team. Ja, ist auf jeden Fall mal ein bisschen dezent. Lackiert ist nicht unbedingt rot, sondern halt mit diesen, ist mal dieser Rennfahne, ich glaube, das ist sogar eine Rennfahne, die er da auflackiert hat, und diesen roten Seitenteilen. Ganz, ganz schick. Ja, der Herr Seidel war ja, glaube ich, im letzten Rennen gar nicht dabei. Also das ist jetzt für ihn quasi Einstand hier in Malaysia, hier im zweiten Rennen. Wenn wir jetzt endlich hier nochmal Bilder hier vom Führenden sehen, von Entschuldigung, von Benjamin Köhler, Entschuldigung, der jetzt gejagt wird von Christian Brosch. Das Jagen möchte ich natürlich in Anführungszeichen stellen. Da hat nämlich der Benjamin mittlerweile schon einen Vorsprung von 31 Sekunden. Genau, und Christian Brosch ist deswegen auf Platz 2 nicht, dass er sich jetzt wundert, dass er irgendwas verschlafen hat, weil nämlich der Lexus in der Box war. So, ein kleiner Platztausch. So, ja, also rein rechnerisch stimmt's sogar, beziehungsweise sind die sogar ein bisschen spät dran. Wir haben jetzt die 26. Runde. Wir haben die ersten Boxenstops in der 11. Runde gesehen. Hätten wir sie jetzt eigentlich schon in der 22, 23, 24. Runde so herum erwartet. Jetzt lassen sich die Fahrer ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise der Benjamin ein bisschen länger Zeit hier. Macht hier einen sehr langen zweiten Stint im Verhältnis zum ersten. Ja, und jetzt haben wir hier so ein jetzt Christian in der Box. Ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen ein Grübchen. Da haben sich, besser gesagt, hat sich da Jan Wenninger zwischen die beiden Lotus geschoben, zwischen Jonathan und Robert. Das ist natürlich sozusagen ein kleines bisschen Sandwich. Natürlich gut für uns, gut für die Spannung. Das ist wunderschön. Also man kann natürlich die beiden Lotus und nur wird das nicht unbedingt passen, dass es der Red Bull dazwischen drin rumgurkst. Aber so ist es leider. Die Attacke kommt, jetzt wird das Ausnahme, das ist ein bisschen optimistisch. Nein, ja, es geht, haben wir eben gesehen, theoretisch allerdings nur. Beziehungsweise für die meisten theoretisch, der Christian hat uns eben gezeigt, es geht auch raus, ja, aber wie gesagt, es ist mit Risiko verbunden. Uiuiui, da gab's eine kleine Ram-Attacke, wenn ich das richtig gesehen habe, so ein bisschen da rausgeschoben. Uiuiui, jetzt müssen die beiden Renaults dahin aufpassen. Das haben wir jetzt für vielen hier gesehen, also wirklich die Ellenbogen werden hier ausgepackt hier. Also sehr hart wird durch die Zweikämpfe gegangen. Jetzt kommt der Schubser. Ja, also. Jetzt genau, sehen wir es mal, jetzt Innenansicht. Das ist. Ja, das ist schon ein bisschen optimistisch, also wenn ich das will, Mann. Es gibt ja, so das ein bisschen Go-Kart-Feeling. Ja, ja, aber je weiter du ja mit der Nase vorne bist, desto mehr bist du ja im, hast das Gefühl, dass die Kurve dir gehört und desto weniger bist du bereit, die Kurve aufzugeben. Das war jetzt eine dieser Rennsituationen, da kann man auch sagen, hey, man muss auch nicht unbedingt, wenn schon der Fahrer über die Hälfte seines an deinem Wagen vorbeigezogen ist, die Tür zu knallen. Natürlich bist du vorne, aber du kannst natürlich da nicht einfach die Tür zuknallen. Also da musste man schon von beiden, also auch hier vom Lotus-Piloten da, vom Jonathan, muss natürlich auch die Rückspiegel, man kann natürlich einfach die nicht zumachen. Also von beiden da sehr mit Ellbogen, sehr hart gefahren. Aber das sehen wir allgemein hier bei vielen Rennsituationen, hier wirklich mit Ellbogen wird hier gefahren. Also hart Zweikämpfe. Da kann man schon fast schön froh sein, dass da nicht noch irgendwelche anderen Gesten bei R-Faktor möglich ist. Das wäre bestimmt ab und zu auch mal noch gekommen.
Was meinst du, Ross, habe ich nicht verstanden. Was hast du angesprochen? Schadensmultiplikator? Nein, nicht so ganz so nette Gesten wie da. Die Vogel zeigen alles Mögliche. Das war okay, zwei Faktoren nee, auch nicht. Ah, alles Mögliche. Weil, nee, aber, das wäre ja bestimmt schon dem einen oder anderen Fahrer da jetzt herausgerutscht. Zum Beispiel mit dem Lars. Der wäre das definitiv da rausgerutscht. Kann man natürlich auch verstehen. Ja, das stimmt. Uiuiui, das war da hinten aber ganz, ganz komisch. Auf der anderen Seite frage ich mich auch hier, da hätte schon die eine oder andere Situation eigentlich zu einer krummen Aufhängung oder Frontflügelverlust führen müssen. Da sind die Fahrer auch ein bisschen glücklich und prompt hat man so einen geriebelten Fuck und da haben wir das nochmal im Replay gesehen. Mhm. Alles klar, achso, wir sind in der Wiederholung, genau. War das Michael oder wer war es? Oder war es Nils? Der Michael Seidel gewesen. Ja, normalerweise hast du hier lange Auslaufzonen. Jetzt hatte der Michael da das Pech, dass er da angeeckt ist. Mal sehen, ob es für ihn weitergeht oder in die Box kommen muss. Hier hinten was Schönes. Im hinteren Mittelfeld Platz 13, 14, 15, 16. Sind Markus Denk von, dann Timo Mühleisen, Tobias Zonker und Frank Schober dahinter. Sondern von den beiden, also richtig interessant. Da war nämlich der Tobias Zucker wieder ein kleines bisschen ab. Aber bei den beiden, da geht man richtig gut zur Sache. Jetzt wird es spannend. Jetzt ist er nah genug dran und hat leichte Chance, den Windschatten auf dem auszunutzen. Aber da ist natürlich die Frage, außen oder innenrum? Außen herum hat bis jetzt einmal gut gegangen. Jetzt deckt er doch zu. Innen so ein bisschen mit den Anschubsen oder ein bisschen nach Rampen. Also Timo hier auf jeden Fall, das haben wir jetzt gerade in der Situation auch ganz schön. Markus hier wirklich schon am Kämpfen, der schaut sehr in den Rückspiegel, sieht man auch, der verliert das ein oder andere Mal schon die Ideallinie. Also Timo versucht es hier wirklich mit dem Nerventrick und setzt sich hier wirklich hinten fest und versucht da den Markus in einen Fehler zu treiben. Jetzt wieder hin. Ja. Markus denkt da ein bisschen zu weit draußen, zu spät auf der Bremse gewesen. Ob Markus jetzt Profit rausschlagen kann, war jetzt im Windschatten und jetzt bremst er sich vorbei. Ui. Sauber. Sehr schönes Ding, sehr schönes Ding. Schauen wir, ob gleich der Lars, der Tobias, Entschuldigung. Auch mittlerweile dran. Ja, jetzt vielleicht Kontermöglichkeit. Uiui, da ist auf jeden Fall schon mal innen. Daneben steckt er doch zu. Dann. Natürlich jetzt, oder wenn er sich verbremst, kommt er nicht weg. Ja. Tobias hat sich das natürlich jetzt angeschaut dahinter und versucht natürlich jetzt nach seiner Möglichkeit, wenn wir hier Andreas Bialik sehen, der auch schon einmal mehr als alle anderen in der Box war. Wenn ich es richtig sehe, war er nämlich auch schon dreimal an der Box. Und zwei Plätze vor ihm, auch ganz interessante Geschichte eigentlich, der Nils Weiß im Hispania F1 Racing Team, da jetzt als Zehnter in den Punkten, auch eine gute Leistung. Er hier allerdings erst mit einem Boxenstopp, also er hat noch nicht den zweiten Boxenstopp absolviert. Sollten Sie vielleicht die anderen abgucken, wie er das mit den Reifen gemacht hat am Ende? Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist wirklich gut. Jetzt die über die Hälfte der Rennstrecke. Wir sehen, wir haben nur noch 25 Runden fahren.
über die Hälfte der Rennstanz mit einem Boxenstopp. Also wirklich, das ist vorbildlich. Absolut. Also entpuppt sich hier der Nils als der berühmte Reifenflüsterer. Bleibt abzuwarten. Hat er auch einen frühen ersten Boxenstopp wie alle anderen, aber jetzt scheint er wirklich sehr lang zweiten Stint zu fahren. Und mein Gut, wenn der Wagen geht, warum nicht? Fährt hier gute Zeiten, 1,37,7. Also sind nicht die schlechtesten. Kann auf jeden Fall noch mithalten da. Und mal einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind gerade schon mal bei der Strecke waren, machen wir so ein kleines bisschen unnütziges Streberwissen. Also eine Runde sind 5,543 Kilometer lang. Fahren werden ja heute 56 Runden, das heißt, wir kommen auf eine Renndistanz von rund 110 Kilometer. Also wenn ich überlege, ich bin jetzt am Wochenende über 1000 Kilometer gefahren, das heißt, ich hätte den Grand Prix hier dreimal bestreiten können. Und das sogar mit einer Tankfüllung. Also die Leute müssen ja dann hier doch mal zwischendrin nachtanken, was ein Kilometer. Wobei ja das Nachtanken ja aus der Welt geschafft worden ist. Auch eine Sache, wo ich mich letztens noch mit einem Kumpel drüber unterhalten habe, der das total vermisst. Ja, wo bleibt denn da die Taktik im Rennen? Ich war eigentlich halt froh, dass es nicht mehr zum Nachtanken gekommen ist, weil wir jetzt durch die neuen Sachen DRS und KERS da jetzt neue Faktoren mit in die Formel 1 gekommen sind, die das Rennen tatsächlich jetzt eher auf der Strecke entscheiden lassen. Und als Zuschauer, der ich hier nun mal bin, sehe das da auf jeden Fall lieber so, als das in der Box entscheiden zu lassen. Von daher finde ich diese Entwicklung auf jeden Fall eine richtige. Gut, diverse Regeländerungen. Ja, ich muss sagen, ein bisschen, jetzt merke gerade, ein bisschen falsch hatte ich mir ausgedacht. Ich meine natürlich nicht, dass die Fahrer jetzt während des Rennens tanken, da ist nämlich Tankverbot gemacht. Aber ich meine, wenn sie natürlich jetzt 1000 Kilometer fahren müssen, das schafft man dann doch nicht mehr ganz mit einem Formel 1 Auto. Ach so, ja. Ja, das stimmt schon. Also die ja, ein Formel 1 bietet da vielleicht nicht die Wahl eines ich will es jetzt nicht sagen. Ja, das ist nicht, ja, aber wie gesagt, das wird ja jetzt immer ein bisschen das Thema bei der Formel 1 sagen. Man will natürlich, also man muss wirklich sagen, es interessiert keinen, wenn die jetzt nur noch mit 100 km/h die Strecke schleichen. Das heißt, du musst da wirklich noch Motorsport haben, es muss schnell sein. Allerdings will man ja da in diese Richtung gehen, spritsparsam. Und das ist so ein bisschen, ein kleines bisschen der Konflikt. Wir sehen erstmal die Attacke. Und die Johann Black vorbei. Zumindest derzeit an Robert Schweder. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Robert Schweder hier mit Glück, mit Glück, dass er da jetzt nicht den Wagen verloren hat. Habt ihr gesehen, wie es den richtig durchgerüttelt hat, da außen da, über die Körbs, ist er da gerumpelt und gehopst. Da hat er Glück gehabt, dass er den Wagen nicht verloren hat. Genau, was ich halt noch sagen wollte, es ist halt so ein bisschen das Problem, was es derzeit im Motorsport gibt. Also ich meine, die Leute, die fahren jetzt mit Elektromobil und mit Ecoflex und Downsizing, was es alles gibt. Und in der Formel 1 ist bis jetzt immer noch, was weiß ich, mit 4, 5 Nuller Maschinen ohne Turbolader alles mögliche gefahren. Und das ist halt das, wo es jetzt so in die Richtung geht. Das heißt Sprit sparen, aber trotzdem noch so schnell wie jetzt. Ja, auf der anderen Seite weiß natürlich Motorsport da, beziehungsweise gerade Formel 1, es geht ja da ums Geld. Geld regiert die Welt und da sind natürlich im Moment noch die Motorenhersteller tatsächlich diejenigen, die da wirklich das Geld reinpumpen, die auch die das Know-how da reinstecken. Da Robert Schweder da nochmal quer gestanden, verliert jetzt wieder ein bisschen Anschluss. Und solange das noch so ist, werden wir uns noch der Benzingeruch auf jeden Fall erhalten bleiben, denke ich mal, eine ganze Weile. Das stimmt allerdings. Und jetzt haben wir so ein bisschen, weil das muss ich sagen, da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Wir haben nämlich jetzt schon wieder den Christian Porsche im Bild, weil der ist nämlich nur noch 1,28 Sekunden von Ray Lexus entfernt. Platz 2 jetzt sozusagen. Also der hat wirklich in den letzten Runden, das ist ja wahnsinnig Zeiten gefahren. Also wenn ich das so, Benjamin Köhler 1,29,6, Alexis 1,30,8 und Christian Porsche 1,29,5, da ist sogar noch ein Zehntel schneller gefahren als Benjamin Köhler davon. Das war sogar die letzte Runde seines Rennens bis jetzt, ja. Genau, hat quasi 1,3 Sekunden auf Ray Lexus aufgeholt. Jetzt sehen wir das, jetzt ist er da schon richtig, richtig nah dran. Jetzt ist es nur noch 0,8. Bin ich jetzt mal gespannt, was sich da weiter einfallen lässt. Also ich glaube, der hat jetzt auch nicht so
damit gerechnet, dass innerhalb der nächsten 4-5 Runden da der Christian schon wieder hinten dran hängt. Guck mal, vielleicht sehen wir ja, wo er besonders gut macht, aber ich bin ja fast der Meinung, du hast gesagt, dass es eigentlich überall ist. Da ja, vor allen Dingen aus der Sicht des 3 Rail Lexus ist natürlich auch mit weiß natürlich, hey, ich meine, die sehen ja auch die Zeiten und die kriegen ja auch Infos da im Display und die wissen ganz genau, wie sind die Abstände aussieht, jedenfalls was den Vor- und Dahinterfahrenden anbelangt und da weiß Ray jetzt natürlich, hey, der Junge ist so schnell. Ich meine, was mache ich jetzt aus der Sicht des Rays? Soll ich da jetzt einfach mal den passieren lassen ohne viel Gegenwehr, weil ich weiß, dass ich ihn sowieso nicht halten kann, oder wie willst du das handhaben? Ja, ich würde. Es ist ja schon soweit. Ich würde als 3 vielleicht mal gucken, ob irgendwie ein Punkt aufs Display gekommen ist, weil so schnell wieder Abstand da verringert wurde. Das ist ja fast mal anzeigen. Jetzt kommt auf jeden Fall die Attacke. Steckt doch nochmal zurück. Ray Lexus verbremst sich da mächtig gewaltig. Also, das war jetzt. Auf. Uiuiuiuiui. Da der Ray fast nur in die Boxen geschickt, obwohl da jetzt nicht die Schuld bei Christian, sondern das war einfach jetzt. Uiuiui. Also, das war echt richtig. Nicht schlecht, aber jetzt wird's ein bisschen kritisch, Leute. Aufpassen, Ray. Uiuiuiui. Das letzte ist aber jetzt ein bisschen. Und ich sag ein bisschen, tja, jetzt gucken wir uns das einfach nochmal an. Also, das ist ja. Also erstmal müssen wir sagen, genial gekontert hier von Ray. Also genau, wir haben in den Windschatten gesetzt, aber dann ging ihm die Strecke aus. Jetzt muss man sagen, jetzt schiebt das Auto gerade. Das sieht man auch richtig, die Querbewegung. So über die Vorderräder, genau. Und da muss man. Hat er die Boxenlampe sogar an, wenn du das richtig siehst? Ich weiß nicht, ob das vielleicht. Ob ich für die Kurve besser fährt. Ob sich das Auto besser damit um die Kurve bewegen lässt. Und jetzt halt. Voll. Nein, ja, er hat ihn noch gebremst. Ja, er hat den Christian ganz einfach aus dem Blickfeld verloren, weil er jetzt völlig unterschiedliche Linien gefahren sind, weil der Ray musste da richtig weit rausgehen, wenn wir, glaube ich, wir sind jetzt wieder live dabei, musste da richtig weit rausgehen, während Christian da die Kurve da innen angefahren hat und da sofort wieder links auf die Ideale gekommen ist und die sind da wirklich in einem, ja, wirklich ein sehr stumpfen Winkel aufeinander zugekommen fast und da hat der Ray den Christian kurz aus den Augen verloren. Es ist fast zum Unfall gekommen, aber es ist passiert. Christian Brosch, also der neue Zweitplatzierte im Rennen hier nach 36 gefahrenen Runden hier in Malaysia. Benjamin Köhler, nach wie vor der führende Mann in der Scuderia Ferrari, jetzt mit 32 Sekunden Vorsprung, während wir hier den Tobias auf Abwägen sehen. Ganz kurz da im McLaren. Aber wir müssen dann, oder das heißt, ich muss da mal dran denken, bei den Ray Lexus zu fragen, ob das vielleicht seine Strategie ist, da vorne in der Kurve mit dieser Boxenleuchte. Das würde mich ja jetzt schon sehr interessieren, ob er vielleicht schon immer so durch die Boxengasse gefahren ist. Oder durch die Boxengasse da vorne durch diese Kurve gefahren ist, oder ob er da einfach nur, ui, da sehen wir, der Frontflügel weggeflogen, vielleicht sehen wir das noch. Ich spule mal ein kleines bisschen da zurück. Auffangen können, warum da eigentlich sein Frontflügel weg ist. Es ist schade, dass wir jetzt so zurückspulen müssen. Da ist aber schon die ganze Strecke, ist er ja schon fast damit ohne Nase gefahren. Oh, jetzt. Ja. Immer noch. Da ist er schon die ganze Runde ohne Nase gefahren, wenn wir das jetzt. Da ist es passiert. Alles. Ja, da kriegt er von hinten den Schubs. Ja, da bekommt er von hinten. Ja, da sehen wir es. Da wird er angeschoben. Ja, ich auch mit Boxen. Ja, also, ja wohl. Dann, jetzt. Uiuiui, ja, dann. Hätte nichts mehr zu sagen. Der Wagen ist leicht geworden, ja. Also, den hast du natürlich gesehen. Ja, er hatte natürlich Pech gehabt. Also, das ist. Ja, unweit von Start und Ziel entfernt passiert, da haben wir es gesehen, also fast die ganze Strecke muss er da zurück an die Box eiern, mit ohne Frontflügel. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, es ist sehr ärgerlich natürlich. Also McLaren hier in dem Rennen hier mit Problemen, kommt hier nicht so richtig gut zurecht, also jetzt auch mit Pech. Tobias findet sich wieder auf. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist er denn jetzt? Platz 16. Ja, also 16 Position, ja.
Mir ist gerade noch jemand ausgefallen. Michael Seidel jetzt ausgefallen im HRT. Sagt, wenn ihr uns zuhört und mit ein bisschen Antwort zu unseren Fragen stehen wollt, dann kommt einfach hoch zu uns. Und wie gesagt, also interessiert mich, wir kriegen leider nicht immer alles mit, vor allem was so ein bisschen Mittelfeld, Hinterfeld da passiert. Das kriegt man nicht unbedingt alles auf dem Schirm bei uns mit. Es ist nicht böse gemeint, wenn wir nicht jeden Ausfall haben. Einfach bei uns reinstürmen. Ich sag, Tür ist auf. Jetzt, jetzt ist doch ein bisschen mehr kaputt, wenn ich das gesehen habe. Tür ist auf. Und dann können wir da gerne ein Interview mit euch führen. Tobias kommt jetzt noch an die Box, also scheint er sich mehr kaputt gefahren zu haben. Ja, das sah jetzt auch ein bisschen aus, das Auto sah da ein bisschen sehr unruhig aus. Vielleicht war es das jetzt auch, stellt das ab. Nein, er versucht es nochmal zu reparieren. Das wird natürlich, denke ich mal, jetzt ein bisschen längerer Boxenstopp werden. Beim ersten Mal doch nicht alles repariert. Na, ja, jetzt fällt er natürlich hoffnungslos zurück. Mila hat den Wagen abgestellt. Jetzt hat er aufgegeben. Also, ja. McLaren-Team also hier abgewunken an der Stelle und ihn zurückgeschoben in die Box. Also das Rennen hiermit für McLaren-Mercedes beendet. Die können also das Garagentor zumachen. Und? Er ist auch. Oh, Andreas Bialik, war das? Ich guck jetzt mal, das sehen wir natürlich nochmal. Ja, auch an der Box hier. Ja, hi, sehr seltsam. Ja, und wir haben hier, ja. Jetzt muss ich mal schauen, wen haben wir da? Tobias ist da, ja. Haben wir gerade gesehen, also deine Jungs haben den Wagen rückwärts in die Box geschoben. Wir haben gesehen, du hast einen kleinen Ausritt da gehabt, da bist du mit dem Caterham da. Weiß nicht, hast du dann Schubs bekommen, eventuell, und bist dann rausgeflogen? Was war denn los? Ein Frontflügel danach verloren? Kleinen Schubs hat es gegeben, aber ich glaube, die Nummer habe ich selbst verbockt. Das war dann mein Fehler, einfach zu früh am Gas gewesen und im falschen Gang in dem Moment mit alten Reifen und dann geht's ab. Ne? Der Schubser tut sein Übriges da oben rein. Ja, sicher. Und dann bist du an die Box gekommen, erstmal hast du es reparieren lassen, bist aber danach direkt wieder an die Box gekommen. Was war denn los? Keine Balance, ja. Das Lenkrad schlug auf der Gerade einfach nur noch aus, vorne, also in alle Richtungen und ich weiß nicht, wie viel Rückstand ich nach vorne hatte. Das müssten aber locker 50, 60 Sekunden gewesen sein. Die hätte ich nicht mehr aufgeholt. Deswegen hat es keinen Sinn gemacht, da habe ich Feierabend gemacht. Ja, aus der Sicht von Vodafone McLaren natürlich nicht so berauschend, das Rennen von heute. Wir hatten ja schon deinen Bruder hier auch ausgefallen. Der hatte da wohl Probleme gehabt mit einer Boxenausfahrt, hat es eine Kollision gegeben. Enttäuschendes Rennen für McLaren. Wie schöpft er denn jetzt die Motivation fürs nächste? Ja, ich denke, insgesamt glaube ich, ist die Rennperformance gar nicht so schlecht, die wir haben. Und also im Qualifying ist mit Sicherheit gerade bei mir noch Steigerungspotenzial, aber die Rennspeed ist besser als letztes Jahr, zumindest bei mir. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass wir ein ganz gutes Ergebnis erzielen können. Ich bin sowieso jetzt nicht der Fahrer, der um die 100 Punkte fahren will oder fahren kann. Natürlich will ich schon, aber es ist halt nicht drin. Aber ich denke, 25 bis 30 Punkte sind diese Saison mit der Performance drin. Wir haben eigentlich von Anfang an ein ganz gutes Grundsetup und deswegen bin ich eigentlich überzeugt, dass es andere Strecken gibt, die uns ein bisschen mehr entgegenkommen als die hier. China wäre eine von denen oder eher nicht? Abwarten. China ist meiner Ansicht nach relativ vergleichbar mit der hier in Malaysia, allein von der Kurvenführung her. Andererseits ein anderes Grip-Level. Könnte ganz gut passen, gerade auch, weil wir, glaube ich, schon in unserem Grundsetup mit zu den schnellsten gehören. Und die 1,1 Kilometer lange Gerade ist dann natürlich dann eine Hilfe. Abwarten. Ne, wir werden sehen. Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Würdest du sagen, Reifen, ist es heute übertrieben viel mit dem Abrieb her? Ist es ein Thema? Hat man das gut im Griff? Oder wie sieht das aus hier in Malaysia? Wenn man weiß, worauf man sich einstellen muss, dann geht's. Ne? Ich glaube, 4-Stop ist heute für jeden von uns Pflicht. Und wenn man das vorher wusste, dann ist das in Ordnung gewesen. Und ich hatte gehofft, vielleicht mit 3 Stops fahren zu können. Letztlich hat es dann jetzt nicht mehr geklappt. Aber ich denke, 4 Stops, das ist ja für alle gleich. Also von daher ist es in Ordnung. Und es ist realistisch und so soll es sein, denke ich. Ja, alles klar. Also auch hier von uns an die Familie Zunker. Natürlich schade, dass ihr nicht mehr dabei seid. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir das nächste Mal in China, wenn wir euch wieder sehen und wieder dabei haben. Und ja, bis dahin alles Gute und Dankeschön fürs Interview. Danke, wir greifen wieder an. Danke. Ja, da haben wir gehört. Also McLaren will sich einfach nicht geschlagen geben. Und es in China, wo wir, glaube ich, in 3 Wochen sind, haben wir, glaube ich, jetzt 3 Wochen Pause.
Ja, Ostern. Ostern liegt ja dazwischen, also. Genau. Ostern schweigen die Motoren sozusagen. Mhm. Und das gibt natürlich dann auch für gerade jetzt hier, wir haben es ja vorher vom Lars gehört, vom Bruder, von dem Tobias, haben wir gehört, da gab es ein bisschen Manko, einfach Trainingsdefizite, hat man einfach nicht so viele Runden abspulen können. Jetzt gibt es natürlich 3 Wochen Pause, hat man ein bisschen mehr Zeit, wollen wir mal schauen, wie er stark das McLaren-Mercedes-Team da zurückkommt. Jetzt sehen wir schon wieder den ersten Boxenstopp. Ja. Also ich denke mal, das wird der letzte in 15 Runden wird noch fahren. Also ich denke mal, das wird man sich doch jetzt irgendwie hinkriegen, wenn man da vielleicht doch mal 1 bis 2 Runden ein bisschen langsamer macht. Ich denke mal, das wird der letzte Boxenstopp für den Timo sein. Wenn es nichts Großes mehr dazwischen kommt, wenn er jetzt nicht noch irgendwo Hill und Dreher macht, natürlich dann die Reifen platt. Entschuldigung. Ja, es ist natürlich. Ich kann auch das Fenster zumachen. Dann zieht es hier weiter nicht mehr so rein. Entschuldigung. So, der Timo, ja, also jetzt mit 3 Boxenstops hier das Rennen absolviert. Also mit einem weniger als geplant, wie es jedenfalls von McLaren haben wir jetzt ja gerade gehört und viele von den meisten, die wir auch erwarten. Haben wir jetzt also gesehen, von ihm den dritten Stop allerdings. Trotzdem scheint es da im Endeffekt dann einfach die Zeit zu fehlen, weil dann einfach die Reifen da nicht optimal greifen im quasi am Ende vom Stint und da schon einiges an Zeit liegen gelassen wird. Der Timo ist jetzt zurückgegangen als 13. Als 13 derzeit. Es ist aber so ein bisschen, also was mich jetzt so ein kleines bisschen verwundert, ist, dass der Christian Prosch nämlich nicht mehr vom Lexus wegkommt. Abstand zwischen den beiden. Wir können das gleich mal angucken. Beiden. Da ist sichtbar. 1 Sekunde. Es waren zwischendrin mal wieder 3 Sekunden. Es ist nur noch 1 Sekunde. Ich weiß jetzt nicht, ob der Christian Prosch da irgendein Problem hat. Dann ist er im nächsten. Also auf jeden Fall, Roy Lexus schnellste Runde des Rennens. 1:29.2. Oh Gott, oh Gott. Na gut, Christian Prosch in der letzten Runde in der Box, deswegen steht da eine 1:46.5. Ja, also Christian, ja, beide an der Box gewesen auf jeden Fall. Beide geht es mit den in den letzten Stint. Aber ja, du hast recht. Ray hier auf jeden Fall erstarkt vor dem letzten Stint, also kann mit der Pace mitgehen. Ja, bis jetzt auf jeden Fall wieder auferstanden. Mal gucken, wie lange das Tempo halten kann, weil jetzt habe ich schon ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt vom Christian Prosch die Reifen ein bisschen besser greifen, wenn er jetzt nicht solche Fehler macht, wie jetzt gerade haben wir gesehen, dass es da Staub aufgewedelt hat, also sozusagen die Strecke bis zum Maximum ausgenutzt. Mal schauen, vielleicht kommt ja der Ray nochmal zurück und es wird die letzten 13, na, sagen wir mal 12 Runden nochmal richtig spannend davon, weil es geht nämlich immer noch um Position 2. Benjamin sollte durch sein, der hat jetzt. Ja, der hat 36 Sekunden Vorsprung auf Christian Prosch, also der fährt auch schon langsam, der fährt jetzt nur noch 1:33.7 der Zeit. Ist jetzt also auch an die Box gekommen übrigens, ja, ist wieder, ja. Genau, und zwar auch ein bisschen Sekunden jetzt. 4 Sekunden langsamer als seine vorherigen Zeiten, von daher, ja, ist da jetzt erstmal nicht unbedingt noch so das, was anbrennen wird. Aber wie gesagt, technische Probleme kann es immer geben, und wenn es halt nur der Ruder ist, der dir abschmiert, das wollen wir natürlich nicht hoffen, weil ansonsten müsste Benjamin eigentlich auf dem ersten Platz durch sein. Ja gut, es kann natürlich auch was am Auto noch passieren, nicht wahr? Hoffen wir einfach mal, natürlich nicht, ganz klar. Also wie gesagt, von der Spitzengruppe jetzt auch, Benjamin jetzt auch mittlerweile in die Box gekommen. Und da sind jetzt alle, befinden sich im letzten Stint. Der Vorteil, während hier hier nochmal richtig eng wird. Bei der Überrundung, genau. Mhm. Aber jetzt also der ist ein bisschen ja, Vorsicht, da muss man natürlich jetzt aufpassen. Da will man natürlich die Strecke voll ausnutzen. Da muss man aufpassen, dass man nicht wahr beim Anbremsen da auf das Grün kommt, oft thematisiert, schon oft passiert, da verliert es einfach den Wagen. Was ich sagen wollte, den Gedanken eben zu Ende bringen, also den, was die Fahrer natürlich jetzt wissen, die waren jetzt, die meisten, also allesamt jetzt 3-mal oder mehr sogar in der Box, die wissen, wie die Reifen sich also verhalten über diesen Stint, die wissen, wann sie angreifen können, die wissen ja, wie viele Runden noch zu fahren sind, also haben jetzt Erfahrung von den ersten Stints und können die jetzt wahrscheinlich perfekt den Reifen ausfahren.
um den Reifen quasi Punkt landen bis zur Stadtziellinie, bis auf Grip Level 0 zu bringen. Das ist genau, was sie aushalten kann. Und vielleicht auch hier Ray mit der Chance, also jetzt hier nochmal gesehen, jetzt wieder anzugreifen, hat jetzt auch eine unter die 1,30 gekommen. Fahrzeuge werden also mit von seiner Rundenzeit her seine beste Zeit, also eine 1,29,053, also eine gute, eine tiefe 1,29er Zeit. Die Fahrzeuge werden natürlich jetzt zum Ende des Rennens hin leichter, verbrauchen natürlich jetzt, haben den Sprit jetzt verbraucht, die Rundenzeiten sollten jetzt auch schneller werden, beziehungsweise jetzt fast schon das Level erreicht haben, wo wir eigentlich die schnellsten Runden sehen sollten, weil wir jetzt noch die besten Reifen haben im Vergleich relativ gesehen zum leichten Auto. Das Auto wird natürlich jetzt noch leichter, aber natürlich werden die Reifen jetzt auch wieder ein bisschen schlechter. Also ich denke mal, jetzt sollten wir so mit die besten Rundenzeiten sehen. Genau, und du hast schon gesagt, schneller werden. Also schreibt mir jetzt schon die ganze Zeit die Augen. Du fängst schon an, ein bisschen zu grinsen, weil wenn die Zeit von Christian Brosch sehe, 1,28,56. Und in diesem Augenblick... Oh, jetzt gerade Benjamin Köhler, 1,28,48. Also es ist jetzt derzeit richtig schnell, was davon losliegt. Also jetzt hat Benjamin gedacht, halt, du Christian, was ich oder was du kannst, kann ich schon lang. Das ganz genau das. Lexus abreißen lassen. Er fährt jetzt nur noch 1,30er Zeit. Wahrscheinlich hat er gemerkt, ja... Christian, also ich meine, schneller als schnell geht nicht, ja? Irgendwann ist das die Grenze erreicht. Aber ganz genau, wir haben natürlich alle, haben uns wahrscheinlich die Zuschauer auch gedacht, was wäre wenn? Also wenn Christian nicht von Anfang an strafversetzt gewesen wäre, hätte er von Anfang an das Rennen mitfahren können, auch von der Position, die er sich ja eigentlich vom Qualifying her erarbeitet hat, die zweite Position, wäre es dann nicht viel deutlicher gewesen, dann steht ja, dass Christian sich hätte durchsetzen können und Benjamin hat uns quasi die Antwort geliefert. Also es ist nicht so, dass Benjamin da wahrscheinlich nicht, sag ich mal, die ganze Zeit nämlich auf letzte Rille gefahren ist. Das sollte man nämlich auch nicht vergessen. Also der weiß nicht genau, der Benjamin hat einen guten Wagen, ist ein guter Wagen, hat einen guten Feld, gute Performance und hat wahrscheinlich auch viel geschont. Und jetzt hat er einfach mal eine 1,2848 aus dem Ärmel gezaubert. Also es ist nicht so, als könnte der Benjamin diese Zeit nicht fahren. Ich wollte ja gerade sagen, wenn heute Mundschutz die 1,27 geknackt wird, dann lade ich dich wirklich mal zum Essen ein. Also das wäre wirklich noch der Hammer. Wenn das jetzt noch die letzten 11 Runden passieren würde. Jetzt haben wir auf jeden Fall so ein bisschen den Zweikampf, der sich wieder gebildet hat, nämlich zwischen Jan Wenninger im Red Bull und Jonathan vorher im Lotus Renault. Jetzt haben wir Benjamin Köhler nochmal schnell drunter. Oh Gott, jetzt wird's eng. 1,28,218. Also ganz, ganz knapp. Also das ist ja wirklich der Hammer, was er derzeit davon für Zeiten fährt. Jetzt in den letzten 10 Runden gibt er nochmal alles Gas. Ja, Jan Wenninger ist eigentlich ein unscheinbares Rennen fast gefahren, wenn man so sagen. Also ohne viele Firlefanzen. Da hat er jetzt befindet sich da auf dem guten fünften Platz. Ist er da hinter dem Lotus, hinter Jonathan Erchin, ein anderer. Jonathan Erchin, ein anderer Fahrer, der wirklich ein unauffälliges Rennen gefahren ist und sich hier auf die vierte Position hat vorarbeiten können. Da haben wir nämlich den Robert Schweder gesehen, sein Teamkollege, der da schon paar Mal daneben der Strecke war, beziehungsweise mit Problemen zu kämpfen hatte. Jonathan da ein bisschen konstanter in der Fahrt gewesen, aber jetzt ist er unter Druck. Ja, unter Druck ist noch gut gesagt, also da brennt es ja schon lichterlos sozusagen in seinem Heck. Also, ja, der Baum brennt ganz, genau. Ganz hart. Mhm. Jetzt erstmal nicht, dieser Kurve hat er jetzt sogar, das ist natürlich in der... Es ist ja immer schwer, in Sektor 2 und vor allen Dingen zu überholen. Jetzt ist es nochmal gut möglich, aber ich glaube, dass er zu weit weg, da werden wir jetzt nicht unbedingt eine Attacke erwarten können. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal von innen an. Das ist jetzt sehr, sehr weit weg. Jetzt sehr, sehr schwer an diesen zweiten Sektor vor allen Dingen. Was haben wir da drüben gesehen? Oh nein, ein Toyota, hab ich kurz gesehen. Toyota, ich habe jetzt allerdings keinen da irgendwie sehr, sehr große Positionen, verliert Toyota. Also auf jeden Fall bleiben wir immer hier drauf, nämlich der... Jan hier, haben wir gesehen, beim Anbremsen kommt er richtig gut dran, da liegt der Wagen einfach besser. Jetzt hier mit der Gelegenheit, ja, da muss wieder eng. Also das haben wir schon sehr oft heute gesehen. Da fast beim Rausbeschleunigen noch das Auto verloren da. Ja, okay, das ist der sehr konsequent da gefahren, da hat sich da nichts anmerken lassen, ist da hart geblieben und hat sich hier vorbeigeschoben. Schöne Aktion hier.
will nicht unbedingt mit den optimalen Heckkamera-Ansichten für uns. Und jetzt sind bei Red Bull nicht so schöne Ansichten für uns parat. Da müssen wir dann auf den Jonathan, der dann da auf Platz 5 zumindest mit der Frontkamera da verknügen. Aber gegessen scheinen die Sachen hier noch nicht zu sein. Schau mal. Der Jonathan. Jedenfalls noch nicht. Ja. Jonathan lässt nicht locker, jetzt mit der Gelegenheit gescherte aus dem Windschatten raus hier nach Start und Ziel. Aber das war sehr gut gemacht. Also ich habe bei der Sache ein bisschen optimistisch, aber das war doch sehr gut. Ja. Also da scheinen die Bremsen auf optimale Temperatur zu sein, perfekt zu laufen. Mit den Reifen haben die jetzt auch noch keine Probleme zu diesem Zeitpunkt. So, na, kurz nach dem Stint jetzt nicht, aber es ist noch nicht so lange her. Die Boxen stoppt. Und da lassen sie es nochmal fliegen. Warum nicht? Das ist gut, das ist wirklich richtig fliegen. Das sind jetzt 8 Runden vor Schluss. Ich wundere uns ja, dass Ben nämlich in der Zeit nicht mehr unbedingt ist. Aber auf jeden Fall Christian Koch hat auch abgebrochen. 1,29 zu treiben. Also, ich glaube, die haben schon dann drin. Ganz anders hier mit Jan, der sich hier außen nochmal zeigt. Und jetzt innen, beziehungsweise jetzt wieder außen, ist natürlich hier der Maximum. Genau, diese Doppelrechts da mehr oder weniger. Da kann man natürlich keinen Angriff starten, das ist ganz klar, aber muss natürlich jetzt hier diese Distanz halten, die kurze Distanz halten. Um dann eben hier zum Beispiel jetzt beim Rausschneiden aus dem Windschatten hier nachher gleich da diese lange Gerade nutzen. Aber das macht hier der Jonathan ganz geschickt. Jetzt kann natürlich gleich wieder da runterkommen. Also das war ja auch mal nicht so schlecht, ne Eltern. Jetzt ist natürlich vor Ort gewendet, jetzt da ganz geil sieht man dann, jetzt wird der Windschatten, jetzt kommt er richtig schnell rein, jetzt bremsen, jetzt zieht er nochmal vorbei, jetzt könnte der Kombo kommen, wieder an derselben Stelle, er hat sich schon vorne die Position zurückgeholt. Und nochmal gerettet, uiui, jetzt kommt so ein bisschen noch eine Überrundung damit ins Spiel. Ja genau, vorne nicht irritieren lassen, das ist eine Überrundung. Wird sich jetzt auch aus dem Staub machen lassen, ja, das Spiel hat sich gespart, uiui. Da gab es schon den richtigen Rempler. Also war ist das jetzt, da habe ich mich jetzt da verguckt. Nee, aber die Überrundung hat er damit jetzt, glaube ich, nichts zu tun gehabt, oder? Nein, die Überrundung hat nichts zu tun. Also da war noch ein bisschen da ein Rempler da hinten da. Okay, also müssen sie... Also hier wirklich die Fahrer hier wirklich hart, ganz egal wie die Reifen bestellt ist, da geben die Fahrer nichts. Oder schenken sich nichts hier, wirklich kein Millimeterwurf hier ohne Kampf, hier einfach hier kampflos aufgegeben. Ja, ich meine, sie können sich leisten hier rutsch, und deshalb, sie haben fast 20 Sekunden Vorsprung auf Robert Schwede. Das heißt, wenn du wirklich jetzt die Reifen so runtergefahren hast, dass du nochmal in die Boxen musst, das schaffst du noch. Absolut. Dann im Notfall. Von daher kann man jetzt wirklich die letzten 7 Runden einfach mal ein bisschen Risiko gehen und wirklich mal noch ein ganzes Pferd natürlich gleich rüber, dass der dann da nicht irgendwie noch in den Windschatten kommt, sich jetzt schon wieder dran. Jetzt hat er Glück, jetzt kommt doch nicht die Attacke. Doch, nein, hat nicht gereicht, aber jetzt wird es natürlich schwer. Jetzt konnte er vorne da zweimal kontern. Jetzt ist er vorne, jetzt muss er natürlich vorlegen. Jetzt fährt er natürlich schon wieder rüber. Ja, aber jetzt fehlt ihm, glaube ich, jetzt fehlt ihm ja nur die entscheidenden Meter und hier nochmal ein Angriff. Ja, er kommt noch ran, aber es reicht nicht. Aber immerhin, die Lücke ist jetzt erstmal wieder zu. Ja, gut. Also er kommt ran, aber es hat nicht gereicht. Uiuiui, 28 Fänger, wie der möchte mich unbedingt jetzt in Schulden bringen. Der kommt jetzt nochmal voll da. Und der jetzt hier Jan versucht es nochmal außen. Das macht der Jonathan ganz geschickt. Der fährt hier gut, die Kampflinie nutzt hier, zieht ja alle Register jetzt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob sich da der Jonathan die ganze Zeit von halten kann. Also das ist wirklich richtig hart jetzt. Ja, 6 Runden haben wir immerhin noch. Also der Wahnsinn. Also wie er da nochmal im zweiten Teil der Kurve da nochmal rangekommen ist oder beziehungsweise da Geschwindigkeitsüberschuss hatte, da das ist schon sensationell. Also in der Kurve liegt der Red Bull hier wie ein Brett. Wie ein Flachstein auf der Straße. Jetzt nochmal aus dem Windschatten raus. Ja, Jonathan, wohin? Wer weiß es nicht. Die Strecke ist so breit. Jetzt sitzt er nochmal. Jetzt könnte er dich nicht da. Ja, jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch, ja. Aber jetzt kann wieder der Konter kommen. Jetzt wird das Problem mit dem Konter. Jetzt ist natürlich Jonathan direkt. Ja, warum fährt er aus dem Windschatten? Und er versucht so.
ohne Windschatten. Ja, da hatte genau jetzt, das Kers hat sich jetzt gerade in dem Augenblick wahrscheinlich wieder voll aufgeladen. Oder hat sich Kers aufgehoben. Da wird er sich Kers für diese Attacke aufgehoben haben und dann geht er wieder vorbei. Holt er sich seine Position wieder zurück. Also das war praktisch sehr attraktiv. Also wirklich, dass Kers so bis jetzt zur Attacke aufgehoben hat und dann voll...